was in dieser Folge passieren wird. Und da schießt Verstappen in Turn 1 rein. Da gibt es die Berührung zwischen den Teamkollegen, Leute. Und wir, ja, bleiben an Max Verstappen. Zack, ich probiere es hier links, denn ich weiß, was gestern oder beziehungsweise vorhin beim Sprint passiert ist, als ich es hier versucht habe. Und das reicht tatsächlich. Vor allem fürs Zweitere. Ich packe hier einen Trick aus. Und ja, das ist eigentlich sogar seine eigene Waffe. Und damit ein herzliches Willkommen vom Kota hier zu unserer Season 2, unserer F1 23 mit Teamkarriere. Und heute, Leute, könnte es tatsächlich soweit sein. Heute könnten wir tatsächlich den ersten Race-Win einfahren, aber dazu später mehr, während wir hier am Circuit of the Americans sind, in Texas Austin. Ich freue mich, denn die Strecke, ja, auch wenn ich sie am Anfang nicht richtig lernen konnte, ist sie mir wirklich mit jeder Season mehr zu Herzen gewachsen. 5,5 Kilometer, 20 Kurven und 2 DS-Zonen. Eine ewig lange Geraden von Turn 11 zu Turn 12. Also wirklich sehr, 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 sehr lange. Gute Wohnmöglichkeit, aber natürlich nur, wenn du hinten bist. Und ja, damit willkommen noch einmal. Wir starten hier direkt rein mit dem Qualifying zum Sprint. Ja, den gibt es auch wieder hier. Und da wäre schon meine erste Verbesserung für F1 24. Denn ich würde mir wünschen, dass man die Sprints selbst einstellen kann und auch, dass man den Rennkalender selbst benutzerdefiniert ändern könnte. Wenn das ist ein bisschen nervig, ich bin ein Konsolenspieler und da ist halt nichts mit Modden oder so. Let's go, hier durch die SS durch, sehr clean, sehr sauber, keine Track Limits und dann geht's hier, oh mein Gott, da kommt ein fetter Rutsch, habt ihr es gesehen? Ja, da will ich natürlich extrem viel mitnehmen und ja, da finden wir auch die Zeit, es sind knappe 2 Zehntel. Die wir hier lernen in Sektor 1 finden. Und das haben wir auch bitter nötig. Denn wenn ich da links aufs Klassement gucke, 12. Platz, wir starten zwar hinter uns, aber ja, es ist noch jeder drauf und dran, sich zu verbessern. Wir sind der letzte Mann hier, der sich verbessern wird, denn hinter uns ist keiner mehr. Und der erste Martin ist schon auf seiner schnellen Runde, also let's go. Jetzt mal hier, oh, da schneiden wir die Kurve wie Chano auf mir. Wir wissen ja, es gibt auch keine Verwarnung oder so. Oh, dann nehmen wir die Verwarnung mit. Das ist natürlich bitter, wenn das hier passiert. Und das hat auch eher, wenn ich da oben gucke, mehr Zeit gekostet, als es mir gebracht hat. Dennoch hier 3 Zehntel, knappe 4 Zehntel wird es noch nach oben gehen, nehme ich mal an. Hier die vielen Rechtskurven sehen nämlich so hardcore in die Türkei. Also wirklich, zack, hier Full Speed, vorletzte Kurve, Track komplett ausgenutzt. Und die letzte Kurve hier, T20, guter Exit, da geht's rauf auf 5 Zehntel. Mal gucken, wo wir starten werden. Das heutige Rennen von der Pole. Und daneben steht Sergio Perez. Im Rest der Startaufstellung haben wir Leclerc, Verstappen, Michael Schumacher, Sainz, Albon, der Wissenschaftler, Hamilton, Ocon, Norris, Oscar Piastri, Magnussen, Stroll, Gasly, Joe, Hülkenberg, Tsunoda, Bottas, Doohan, Sargent und Nick de Vries. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, also schalten wir runter zum Start dieses Sprintrennens. Und hier sind wir nun, Leute, in der Startaufstellung. Let's go, Sprint, 7 Runden hier in Austin. Let's go. Besser von Albon weggekommen, P8 war jetzt auch ein okayes Ergebnis fürs Qualifying. Michael war wieder besser wie wir, 5. Platz für ihn. Doch hier kommen wir ein bisschen besser in Turn 1 rein und auch raus. Ja, und da bleibt halt der Michael über, denn er war außen an Sainz. Sie konnte sich da gerade noch so an Sainz vorbeiroben. Und jetzt wird es dann interessant, ich meine, der 5. Platz war einfach nur stabil zum Starten. Ja, die hatten wir einen Cut drin, das kann ich jetzt auch nicht verschönern, es tut mir leid. Aber ich bin auch nur ein Mensch und ja, wenn man sich mal vertut oder so, ich will da direkt eine Strafe oder so mitnehmen. Und hier jetzt hinter Leclerc, Verstappen vor ihm und ja, vielleicht wird's da was. Vielleicht könnten wir heute, ja, was Größeres schaffen. Ich weiß ja auch, dass wir gerade in der letzten Season, boah, da war ich viel zu spät auf der Bremse. Das war gar nicht gut. Ich weiß ja auch, dass wir in der letzten Season, ja, ich weiß auch nicht, warum Leclerc, warum Verstappen auf die roten Reifen gegangen ist. Das ergibt für mich kaum Sinn. Hier im Windschatten können wir jetzt mal an Leclerc vorbeigehen. Ja, der hält ja ordentlich drauf. Dann machen wir innen ja nicht zu schnell zu. Und das ist Platz Nummer 4. Tolles Ergebnis bis jetzt. Und das wären sage und schreibe ja 8, 7, 6, 5 Punkte. Also ich meine, besser geht's kaum, ja.
außer wir holen vielleicht schwächelnde Autos in den letzten ein, zwei Runden, die ja vielleicht probiert haben, mit Root durchzufahren und das nicht funktioniert hat. Habt ihr es gesehen, das sind wir auf den Sausage Club gekommen. Ich konnte auch nicht irgendwie ausweichen oder so. Und letzte Kurve, da geht's rein. Und wir sind 8 Zehntel hinten. Ziel ist natürlich, wie immer, bis zur dritten Runde im DS-Fenster zu bleiben, um uns dann an Max oder auch an Perez dran zu sorgen. Vielleicht wird das was, vielleicht aber auch nicht. Ich hoffe natürlich. Und hier, oh, bis zur Debatte. So ein fetter Pendel in der ersten Kurve. Dennoch können wir hier eigentlich den roten Reifen Leuten gut folgen. Ich dachte am Anfang so, ja, das wird schwierig werden. Gerade so die ersten ein, zwei Runden. Doch jetzt hier in der zweiten Runde. Wir können Max so gut folgen, dass wir hier bereits in seinem Windschatten hängen. Und das ist nicht mal gelogen, denn ich meine, wir sind sogar mit knappen 3 Zehntel hier der Beste hier vorne. Purple Mittelsektor. Aber unser Auto hat auch seit ein, zwei Rennen einen richtig hohen Top-Speed-Wert. Also das war eigentlich auch schon immer unser größter Triumph, dass das Audi-Team hier richtig an Top-Speed in den letzten Jahren dazu gewonnen hat. Hier letzte Kurve besser erwischt wie vorhin natürlich. Und jetzt mal hier letzte Kurve. Dann ist das DRS enabled. Nur nicht in den SS abhängen lassen. Ja, dieser Rutscher in der letzten Kurve, der war nicht gut. Trotzdem reicht es für die schnellste Rennrunde. Sprich, wir waren schneller als alle drei Leute vor uns. Und auch Leclerc ist beinahe aus dem DS-Fenster raus. Das wäre mir natürlich am liebsten, denn ja, den da hinten zu haben und zu wissen, dass der auch DS bekommt, das ist natürlich gar nicht das, was ich will. Durch DS sollten wir eigentlich auch stabil kommen. Wir haben natürlich auch die besser lebigen Reifen und da geht es auch ordentlich durch, knappe 7 Zehntel. Jetzt hier springen wir in die nächste Runde. Runde Nummer 3. Okay, das war ein dummer Cut. Das war ein sehr unnötiger Cut, denn wir sind genau wieder hier, wo wir gerade waren. Ja, ich wollte hier eine Replay einblenden. Das hat nicht ganz funktioniert. Jetzt aber hier, der Exit ist verdammt wichtig. Ja, ich korrigiere hier zwar ein bisschen, trotzdem verlieren wir nur 1 Zehntel, das ist 2 Zehntel. Ja, 3 Zehntel, das wird vermutlich nicht ganz reichen bis Turn E12, dass wir dann nur annähernd drankommen. Aber wir sind im DS-Fenster und das ist wichtig. Auch Perez und Russell, die können sich nicht stark absetzen. Das bedeutet, wir könnten hier tatsächlich was gut machen. Jetzt hier in den ersten 6. Runde bereits, Leclerc ist aus dem DS-Fenster draußen. Aber auch wir kommen hier nur mit Mühe Max und auch Perez nach. Die Reifen funktionieren anscheinend bei denen immer noch wie auf Schienen. Das ist ein Wahnsinn, das ist echt verdammt krass. Wir kommen hier zwar mit, aber ja, es ist immer wieder schwierig hier was zu reißen. Auch der Exit war verdammt gut. ERS geht on. Auch das DRS wird gleich angehen. Ein Drittel circa der Strecke. Genau, jetzt dürfen wir es aufmachen und den Windschatten. Das könnte tatsächlich was werden, Leute. Hier Ende der langen Geraden, Turn 12 rein, werden wir reinbremsen. Ja, Verstappen macht das nicht schlecht, der bremst hier verdammt spät. Er weiß auch, dass ich da jetzt nicht viel Risiko eingehen will, denn das wären wertvolle Punkte, die ich dann verlieren würde. Und jetzt probiere ich hier gar nicht irgendwie reinzustechen, das würde eh nicht funktionieren. Wir legen wirklich den Fokus auf die letzte Runde. Ich hoffe natürlich, dass ich die SS noch einmal gut zusammenbringe. Hier gibt es auch die RS, aber auch für Verstappen, also da kann ich kaum was machen. Ich glaube, das schaut bei Perez etwas anders aus. Die könnten nämlich das vielleicht... Ja, konnte der vielleicht aus dem Fall... Nein, das ist trotzdem eine Sekunde, oder? So, aber das ist wirklich unfassbar knapp. Ja, das könnte tatsächlich ein toller Startplatz werden. Doch, boah, da gehen wir ganz spät rein und bereits hier sind wir an Max vorbei. Das ist Platz Nummer 3. Retten wir das bitte ins Ziel. Das wird so eng. Ja, wenn ich die letzte Kurve nicht... Ja, wie ein Dulli fahre, sollten wir das eigentlich geschafft haben und hier uns den bestmöglichen Startplatz in unserer Richtung geschaffen haben. Dritter Platz, gucken wir uns die restliche Startaufstellung an. 12. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. George Russell startet im heutigen Rennen von der Pole, vor Sergio Perez, der auf P2 steht. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Der Wissenschaftler, Verstappen, Leclerc, Sainz, Michael Schumacher, Hamilton, Oscar Piastri, Albon, Stroll, Ocon, Magnussen, Joe, Gasly, Norris, Hülkenberg, Tsunoda, Bottas, Doohan, Sargent und Nyck de Vries. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten.
Und hier sind wir nun, Leute, in der Starterstellung. Das Rennen beginnt. Perez wieder mal mit einer Genius-Strategie und wir hier vom besten Platz bis in der jetzigen Karriere. Lights out, Cota Grand Prix, let's go. Perez probiert hier direkt die Offensive. Er geht hier direkt neben George Russell und da schießt Verstappen in Turn 1 rein. Da gibt es die Berührung zwischen den Teamkollegen, Leute. Und wir, ja, bleiben hier zwar vorerst mal ein bisschen über. Vielleicht kann ich mit Jan Perez doch ein bisschen vorbeirobben. Ja, das reicht. Wheelbank gibt es zwar, aber Perez gibt danach, denn er weiß auch, dass seine Reifen nicht gerade die beste Option waren für den Start. Jetzt hier Verstappen mit einem richtigen Messer zwischen den Zähnen-Move gegen Perez. Der war gar nicht so clean. Also wirklich, das war nicht schön. Aber dennoch, wir haben den dritten Platz für uns behaupten können. Auch wenn es jetzt anders steht. Wir haben jetzt einen Red Bull vor uns und einen hinter uns. Okay, das hätten wir vorher auch gehabt. Nur es ist der andere Red Bull-Fahrer, der jetzt vor uns ist. Und der ist auch bestimmt der viel härter, den zu überholen. Er hat auch die gleichen Reifen drauf. Perez hätte ich da wirklich lieber gehabt. Und wenn Perez da vor Russell gekommen wäre, wäre das eine coole und eher einfachere Challenge gewesen. So, hier und in Richtung, ja, Turn 12, da probiere ich es ein bisschen später mal zu bremsen. Und Perez verliert den nächsten Platz gegen Charles Leclerc. Wir konnten hier, ja, uns noch gut dran halten. Wir können hier auch gut mit 20 Runden sind zu gehen. Da stelle ich mir auch bereits in den ersten ein, zwei Runden die Frage, wie lange werden die roten Reifen halten? Ich meine, im Sprint waren die gelben eigentlich easy, die 7 Runden lang. Also da würde ich sagen, da gehen locker so 10, 12 Runden. Doch schaffe ich 8 Runden mit dem roten Satz hier Ende Turn 1. Wir gehen hier in die Essos rein. Wir können hier noch dranbleiben. Max zieht das Tempo auch nicht stark an, weil auch Russell da vorne eher gemächliches Tempo fährt. 1,1 Sekunden sind da jetzt die Differenz. Dann nehmen wir auch immer wieder ein bisschen was ab, verlieren immer wieder ein bisschen was. Ich probiere wirklich mit sehr, sehr riskanten Cuts, gerade so in den ersten paar Kurven, richtig noch dran zu bleiben hier von der Pace her. Da waren wir verdammt spät auf der Bremse und jetzt hier kommen wir gut raus. Das könnte das Overtake werden ohne DRS-Hilfe und das reicht tatsächlich. Guckt euch das mal an, wie wir hier angeschossen kommen. Hier an Max Verstappen, zack, ich probiere es hier links, denn ich weiß, was gestern oder beziehungsweise vorhin beim Sprint passiert ist, als ich es hier versucht habe. Und das reicht tatsächlich. Wir sind hier an Max Verstappen vorbei. Wir sind hier zweiter Platz und da ist im Code da Schwierigkeit 95. Also, nein, es ist 94, sorry. Ich habe das verwechselt. Dazu später aber mehr. Schwierigkeit 94, das ist wirklich sehr stabil, dass wir hier gut mithalten können. Es ist, als ob wir heute, also ob das Auto für die Strecke, ja, passend gemacht wäre. Es ist toll, wie wir hier auch Russell folgen können. Da knabbern wir direkt eine Zehntel ab, schnellste Rennrunde im Windschatten. Ja, fühlen wir uns auch ziemlich wohl. Da guckt euch mal oben links die Zeit an. Es ist einfach heute wie ein Traum. Wir kommen hier gut mit, wir kommen hier, teilweise sind wir Welten schneller als die Konkurrenz und ja, ich muss aber auch im DRS-Fenster bleiben, denn es gibt bereits jetzt DRS und wenn ich es nicht schaffe, ja, wird es schwierig werden. Hier geht es dann schon das erste Mal in Runde Nummer 4 neben Russell. Das wird aber noch nicht ganz reichen. Da rutschen wir schon hin und her und da probiere ich einen anderen Move ganz, ganz spät bremsen. Ähnlich wie Verstappen. Ja, da gibt es so die Rad-an-Rad-Berührung. Da gucke ich auch direkt, ob der Flügel irgendwie tot ist oder so. Nein, ich versuche, ich habe die Kollision verursacht. Russell ist doch mir auf den Reifen gefahren. Egal. Wer ist eurer Meinung nach schuld? Also, ich weiß jetzt nicht genau. Ich meine, es war ein sehr Harakiri-Manöver. Doch, ich habe meine Chance gesehen. Hat nicht funktioniert. Gott sei Dank da jetzt auch keinen Schaden irgendwie. Und ja, im Windschatten saugen wir uns hier wieder dran. Ich bin ein bisschen zu voreilig. Hier auch in Runde Nummer 5. Wir sind hier wieder an Russell dran. Und da geht er weit, weil es die Berührung gibt. Und diesmal probiere ich es noch einmal viel früher auf der Bremse. Und ja, es reicht. Wir führen gerade den Grand Prix an und das aus eigener Leistung. Ich habe sie wirklich aus eigener Kraft geschafft, den ersten Platz zu erringen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr bewegend, oder? Leute, wir sind hier im, was soll ich sagen, 41. Grand Prix-Rennen. In 41. Karriererennen mit Audi und das sind wirklich die ersten Meter, wo ich mir wirklich so denke, es könnte heute tatsächlich wahr werden. Wir könnten heute tatsächlich um den Sieg mitfahren. Wir können auch hier
direkt dann Russell Parole bieten. Es sind da direkt diese 5, 6 Zehntel. Aber jetzt mal die Replays, die kommen heute echt spät. Denn dieser intense Fight, die ersten paar Runden, der war mir auch wichtiger wie die Replays hier. Und da sehen wir auch, wie schlecht George Russells Start war. Wir kommen da auch viel, viel besser weg. Nur Verstappen, ja, der war da ein bisschen over the limits, gerade in Turn 1. Ich muss da viel früher bremsen als erwartet, denn ja, ich will ja da auch nicht irgendwie jemanden drauf fahren. Da war halt wirklich Perez der Leidtragende, weil er in erster Linie dann, die Kamera ruckelt herum, weil er natürlich in erster Linie da direkt den ersten Platz verloren hat, den er angepeilt hat und dann natürlich noch wichtige Plätze gegen mich und auch gegen den Teamkollegen. Jetzt aber mal hier, das war Runde Nummer 3 und Runde 4 folgt zugleich. Das war genau dieser erste Versuch, der nicht funktioniert hat. Ich fahre hier auch versetzt, war ich auch viel zu spät auf der Bremse. Aber guckt euch das an, ich bleib hier und da schießt Russell. Ja, er hat damit nicht gerechnet, dass ich mich so gut abfangen kann vermutlich. Und das war jetzt hier, genau, Runde Nummer 5. Wir saugen uns hier an George Russell dran. Hier waren wir schon mal kurzfristig vorbei. Nur das hat wieder nicht ganz geklappt. Da ist mir das Heck gekommen. Und dann hier mussten wir uns da mal gegen den Max abdecken. Der ist auch kampfwütig heute. Und leicht im Windschatten. Ja, da war auch wieder Verstappen vorbei. Und da konnten wir an Verstappen vorbeigehen. Mit einem guten und späten Bremsmanöver. Das war okay. Ähnlich, da erinnert mich auch ein bisschen an 2022. Da kommt's, da kommt's wieder hoch, diese Emotionen. Und dann hier rein. Das war, würde ich sagen, meiner Meinung nach eigentlich Genius, oder? Es gibt keine Berührung. Wir kommen hier wirklich tatsächlich gut weg. Es ist Runde Nummer 9. Ja, da müssen wir uns richtig abdecken. Russell kann zwar nicht mithalten, aber Max Verstappen, der ist richtig on fire. Da gehen wir ihnen vorbei und das reicht noch einmal, um den ersten Platz hier zu halten. Es ist Runde 9 bereits und ja, die Reifen sind gar nicht mehr gut. Die sind nicht mehr am Leben, die sind nur noch mit einem, mit viel Bauch wie zu ertragen. Es ist so schwierig, die zu handeln und Russell ein bisschen abgeschlagen. Der ist jetzt nur noch auf dem 4. Platz, weil auch Leclerc vorbeigegangen ist. Ja, und ich muss jetzt einfach eine Entscheidung treffen. Eine Runde werde ich nicht mehr aushalten. Deswegen biegen wir hier in die Box ab und gleichzeitig mit Max Verstappen. Das ist gut. Auch, glaube ich, Leclerc wird mit reinkommen. Auch Russell kommt mit rein. Also wir haben es wirklich gut abgeschätzt, dass wir hier mitkommen. Ich meine, es ist Runde Nummer 10. Und also Ende Runde 9. Und wir haben nur 11 Runden mit den Gelben zu gehen. Das ist gut. Bitte, Jungs, verkackt es nicht. Und es funktioniert. Toll, 2,3 Sekunden, sogar der Boxenstopp war halt weltmeisterlich. Ich habe halt wirklich nichts zu beschweren, wir konnten hier sogar in der Box ein paar Zehntel gut machen, ja. 1, wie viel sind's? Das ist jetzt Perez, gegen den fahre ich nicht. Nein, gegen Perez, der Perez ist da dazwischen gerutscht. 2,5 Sekunden. Denn Perez war anscheinend schon eine Runde vorher in der Box. Und da wird's nochmal knapp, denn Checo hat die Gelben, der startet mit Weiß, der Junge. Nur jetzt mal das Ganze zu fassen. Perez startet mit den weißen Reifen, fährt 8 Runden, also eine Runde weniger, wie wir mit den roten Reifen. Nur, dass er seinen Teamkollegen undercuttet und dann erst auf den gelben Reifen geht. Muss ich diese Strategie verstehen? Ich glaube nicht, aber ja. Amüsant auf jeden Fall allemal. Jetzt hier Runde Nummer 14. Mache einen großen Sprung. Die Angriffsphase von Perez ist vorbei, seine Reifen sind natürlich auch ein bisschen älter, eine Runde. Und ja, das sind nur 1,6 Sekunden zu Perez und 2 Sekunden zu Verstappen, Red Bull. Die dominanteren, denn Ferrari hat heute wieder eine Genius-Strategie, 7 und 12 Sekunden und das auf den weißen Reifen. Ferrari ist wirklich ein eigenes Kapitel. Es ist wirklich eine harte Sache hier abzuschätzen, ob wir schon in Sicherheit sind. 6 Runden sind es noch zu gehen und ich denke mal auch, dass das hinter uns nicht mehr lange gut gehen wird, denn Verstappen beißt da immer wieder ein paar Zehntel ab und ist jetzt bereits im DRS-Fenster zu Perez. Der wird ihn da in der nächsten Runde, wenn nicht in der übernächsten Runde, safe catchen. Also das ist fast fix. 4 Zehntel sind es jetzt nur noch, 3 Zehntel sind es nur noch und ja, 3 Zehntel, 2 Zehntel,
Ja, es wird wieder knapp werden und so war es dann auch. Wir sind hier in Runde Nummer 19. Charles Leclerc ist ausgeschieden. Wir rutschen hier nur noch herum. Das ist wirklich knapp. Ich möchte hier halt aus dem DS-Fenster draußen bleiben. Und ja, Verstappen zieht das Tempo ordentlich an. Es wird reichen, dass er sich wieder das DRS mitnimmt. Und das wird noch ein harter Fight bis zur Ziellinie. Wir haben noch gut eineinhalb Runden. Diese ewig lange DRS-Geraden, ja, die habe ich leider sogar noch zweimal. Also das jetzige Mal und dann noch einmal. Wir gucken uns aber jetzt mal hier die Replays an. Runde Nummer 9, das war, bevor wir in die Box abgebogen sind, da ist Max mal vorbeigeschossen. Aber wir konnten mit einem ganz, ganz späten Move hier in Chano Opmir Style wieder vorbeigehen. Und es ist Runde Nummer 20. Max ist an uns dran. Es heißt hier wirklich baiten oder einen Trick auspacken. Ich wäre auf jeden Fall fürs Zweitere. Ich packe hier einen Trick aus. Und ja, das ist eigentlich sogar seine eigene Waffe. Ich tue ja mal so, als ob ich mich vertan hätte. Gehe vom Gas runter, direkt wieder aufs Gas drauf. Hier wäre der DRS-Messpunkt gewesen. Und hier sind wir jetzt wieder vorbei. Da kommt es zu Berührung, ja, aber das war vorher und jetzt gehen wir an Max vorbei, auch Perez ist jetzt nah dran, ich darf mich wirklich hier nicht spielen, DRS ist enabled, Verstappen Marke DRS, jetzt noch einmal beten, dass sich das ausgeht, DRS ist aufgedreht, wir signalisieren, dass wir hier rechts einknicken und das schießt, ja, Verstappen am Ziel vorbei, es hat nicht gereicht, dass Verstappen hier vorbeigeht, es geht in die letzten paar Kurven, nur keinen Fehler hier machen und wir würden das Ding nach Hause fahren, hier am Kota. Ich freue mich so unheimlich. Es ist so ein geniales Rennen bis jetzt gewesen. Ich meine, es war nicht unbedingt von den Track Limits her das beste Rennen. Ich weiß, wir hatten hier und da einen Cut, der vielleicht nicht so sauber war. Dennoch, es reicht hier. Letzte Kurve, Leute. Und wir schreiben Geschichte. Das Audi-Team gewinnt den ersten Grand Prix in der Formel 1 Geschichte. Ich freue mich unfassbar und ich freue mich wirklich. 41 Grand Prix, 41 Rennen hat es gedauert und dann im Sprint habe ich schon gemerkt und jetzt haben wir mal die Siegerehrung genießen, oder? Ich werde dir für euch heute mitkommentieren. Die Leute freuen sich hier unnormal. Es ist einfach eine Befreiung. Es war so lange, wirklich, so lange haben wir drauf gewartet. Oh mein Gott, Leute, es ist das Podium. Es ist nicht nur das Podium, es ist der Win. 25 Zähler nehmen wir hier mit. Und ja, ich habe nicht geguckt, wer die schnellste Rennrunde hatte, aber vielleicht auch das noch. Leute, es ist vollbracht. Und hier sind wir nun mit der Österreich-Flagge. Wir gewinnen den ersten Grand Prix. Yes, Mann, Leute, hier in Austin in Texas, wie geil ist das denn? Schöner Pokal und ja, ich meine, ich hätte auch irgendwie ein Holzstück gefeiert, hier das Pokal. Es ist einfach atemberaubend, gänsehautmäßig und ich hoffe, es folgen noch viele mehr, aber einfach mal genießen. Was für ein geiles Rennen, Leute. Ich bin schon ganz heiser, das ist wirklich unheimlich. Gut gelaufen heute, beide Red Bulls hier und wir nehmen auch den Punkt für die schnellste Rennrunde mit. 32 Punkte, die meisten Punkte von allen dieses Wochenende mitgenommen. Easy und auch in der Weltmeisterschaft wird das nämlich tolle Auswirkungen haben. Auch der Michael nimmt die 8 Punkte mit und wir machen satte 40 Punkte. Und damit eigentlich nur 5 Punkte weniger als Red Bull, das beste Team. Das ist wirklich gut und auch in der Konstrukteurs-WM wird uns das helfen, um gegen unsere Hinterleute, ich glaube es sind die McLaren, durchzuhalten. Da sind wir jetzt auch weltmeisterschaftsmäßig gut aufgestellt, Platz 3 und es hat gereicht. Hier ist die Weltmeisterschaft, Carlos Sainz führt die an mit 2 Punkten Vorsprung, 87 Punkte haben wir vor, Rückstand auf Sainz 199 Punkte, 10 Punkte jetzt mehr als Lewis Hamilton. Das ist wirklich alles sehr stark, auch die 28 von Michael, wirklich, wir dürfen nicht vergessen, der ist erst seit der Saisonhälfte hier. 117 Punkte hat McLaren, wir haben 110 Punkte mehr, sprich wirklich, also jetzt können wir uns auch mal ein paar, ja, würde ich es mal sagen, schlechtere Wochenende erlauben
denn ich glaube auch nach vorne hin wird es eher mau werden, dass wir dann auch irgendwas schaffen. Unser Rivale hat ein bisschen eingesteckt, wir konnten da wirklich auf 16-7 uns ausarbeiten. Auch der Michael, sehr, sehr gut gefahren, alle drei Ziele erreicht, da gibt es fast 600.000 obendrauf, sehr gut. Neuer Sponsor ist gesucht und da werden wir jetzt auch wirklich den nehmen mit Sachen, die man auch schaffen kann. Ich rechne jetzt nicht damit, dass wir jedes Rennen auf dem Podium stehen werden. Aber das heutige Rennen war wirklich wow. Es hat mir richtig Spaß gemacht und es war eine Ehre, wirklich so ein gutes Auto entwickelt zu haben bis jetzt. Ja, unser Geld ist mau, das weiß ich leider eh. Und ja, für heute war es das mal, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Lasst doch gerne ein Däumchen rum da, falls euch mein Content hier gefällt. Und schaut auch gerne auf Social Media vorbei, @tür_gaming auf Instagram oder auch gerne auf itz_tobi auf TikTok. Vielen, vielen Dank und feiert gerne mit mir mit. Vielleicht kommt ja morgen der nächste Sieg. Wir werden sehen. Auf jeden Fall auf ITU Gaming. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.